Auch im Jahr 2014 buhlen wieder viele Hersteller um die geneigte Android-Kundschaft. Besonders die Flaggschiffe unterscheiden sich in nicht viel. Ich habe heute eins davon im Test. Hi, ich bin Hannes, ihr seid bei MobiFlip und das hier ist das LG G3. Beim G3 haben die Designer von LG ganze Arbeit geleistet. Obwohl das Display 5,5 Zoll groß ist, wirkt das G3 auf den ersten Blick erstaunlich handlich. Im Innern versteckt sich jede Menge moderne Technik. 2,5 GHz Quad-Core, das erwähnte Quad-HD-Display und eine 13-Megapixel-Kamera sind eine Ansage. Dazu kommt der Akku, der mit 3000 mAh ziemlich stark ist und mit dem das Gerät durchaus 2 Tage durchhält. LG baut wie auch schon beim G2 die Tasten auf die Geräterückseite. Das erfordert etwas Eingewöhnung, aber so bleiben die Seiten des Geräts frei von Knöpfen und das Gerät ist für Links- wie Rechtshänder gleich gut bedienbar. Das G3 besteht schon wie das G2 aus Plastik. Aber im Gegensatz zum Fingerabdruckmagneten von letztem Jahr wurde die Verarbeitung ordentlich aufgemöbelt. Die Rückseite wirkt ein bisschen wie gebürstetes Alu und an allen Ecken und Enden bemerkt man große Liebe fürs Detail. Es ist einfach ein Handschmeichler. Die Rückseite ist leicht abgerundet und die Knöpfe sind unterschiedlich geriffelt, damit die Finger den richtigen Knopf erfüllen können. Mit die größte Neuerung des G3 ist das Quad-HD-Display, das mit 2560x1440 Pixeln auflöst. Schaut man sich die Werbevideos auf dem Gerät an, kommt man schon ins Staunen. Aber im Alltag bemerkt man von der riesigen Auflösung nur, dass einige Apps nicht ganz dafür optimiert sind. Ob das Display jetzt 400 oder 500 Pixel pro Zoll auflöst, ist mit dem bloßen Auge einfach nicht mehr sichtbar. Selbst im Makro kann man die Pixel kaum ausmachen. Wie René in seinem ersten Eindruck schon schrieb, ein Full-HD-Display hätte wahrscheinlich auch gereicht. Dafür ist allerdings die Blickwinkelstabilität top und die Farben wirken schön natürlich, nicht zu viel oder zu wenig. Das gefällt mir sehr gut. Die Kamera des G3 macht auf mich auch einen guten Eindruck. Das Interface ist schön aufgeräumt und der Autofokus klappt wirklich blitzschnell. Die Fotos werden sehr schön scharf und wenn man nah genug rangeht, klappt sogar mit der Hintergrundunschärfe. Wie viele neuere Telefone hat auch das G3 eine Funktion, um nachträglich die Schärfeebene eines Fotos zu ändern. Das G3 kann auch Videos in 4K schießen, aber die wenigsten von euch werden so ein Video in voller Auflösung wiedergeben können, daher erspare ich euch extra ein Video dazu. Wenn es dunkel wird, fängt Video recht schnell an unschön zu rauschen. Das seht ihr jetzt hier unten links. Naja, das G3 ist halt trotzdem nur ein Handy. Natürlich lässt LG es sich nicht nehmen, jede Menge Software-Goodies mit aufs G3 zu packen. Das coolste davon ist für mich Dual Window. Das klappt leider nur mit bestimmten Apps, aber bei einem so großen Bildschirm kann man das durchaus mal machen. Sehr geil finde ich auch die Tastatur von LG. Die kann man in der Höhe verstellen, was ich sehr angenehm finde. Das Schreibgefühl ist sehr komfortabel und ich habe mich nicht so oft verschrieben wie zum Beispiel mit der HTC-Tastatur. Man hört immer wieder von Performance-Problemen beim G3, was eigentlich bei so einem Flaggschiff nicht auftauchen sollte. Der Grund dafür ist der Standard-Launcher von LG, der zwar einige nette Widgets und extra Features hat, aber offensichtlich viele Ressourcen zieht. Mit dem Nova-Launcher gingen die Ruckler weg und das Gerät lief butterweich. Mittlerweile habe ich mich an über 5 Zoll große Telefone gewöhnt. Daher ist die Größe des G3 für mich kein besonderes Problem mehr, auch wenn es sich schon ein bisschen bescheuert am Ohr anfühlt. Die Sprachqualität beim Telefonieren ist übrigens ziemlich gut. Der einwandstarke Lautsprecher reicht zum Freisprechen und ist ziemlich laut, aber wirklich gut klingt er dann doch nicht. Sich im Jahr 2014 für ein Flaggschiff zu entscheiden, ist schwieriger denn je. Das LG G3 bietet euch ein bildhübsches Display, das schönste Plastikgehäuse mit den dünnsten Displayrändern und ziemlich gute Akkulaufzeit. Ob ihr die vielen Spielereien in der Software braucht, müsst ihr selbst entscheiden. Ohne den ganzen Schnickschnack würde das Gerät bestimmt ein bisschen fixer laufen. Das LG G3 macht in meinen Augen nicht wirklich was falsch. Aber ob ihr euch jetzt das HTC One M8 oder das OnePlus One oder das LG G3 zulegt, ist und bleibt eine Glaubensfrage. Ich jedenfalls bin traurig, dass ich das Gerät zurückgeben muss. So, das war's mal wieder. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt und würde mich natürlich für einen Daumen hoch sehr, sehr, sehr freuen. Genauso könnt ihr den Kanal abonnieren, denn da wird es zu IFA noch sehr viel mehr von mir und von unserem Team geben. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dem Kamerakind Alex, das hier gerade hinter der Kamera steht und sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.